Mahlzeit, liebe Freunde, hier ist der Tom mit einem neuen Tom Speed Video. Ja, wie ihr ja mitbekommen habt, ich habe ein kleines Gerät vorgestellt, hatte ja ein Video gemacht, mit dem ihr jetzt ganz normal mit eurer PS4 und der Elgato Videos aufnehmen könnt. Einen sogenannten HDMI Splitter. Und da packe ich jetzt mal den Affen bei den Hörnern und mache jetzt erstmal mein erstes Tom Speed Video von der PS4. Und zwar ist das Killzone Shadowfall, dürfte eigentlich schon jeder kennen. Und nochmal kurze Info, solltet ihr im Hintergrund irgendwelche Stimmen hören, also eine Frauenstimme, so ist es meine Frau. Wir teilen uns hier ein Zimmer und sie spielt da ganz gemütlich Rift mit ihren Mannen. Und daher kann das mal vorkommen, dass ihr halt eine Frauenstimme noch nebenbei hört. Also nicht wundern. Gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt an mit der Kampagne und schauen uns das Intro an und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Der Krieg zwischen Viktanern und Helgast dauerte nur Sekunden. Sie nennen es den Terazit. 1 Milliarde Leben gingen in den glühend heißen Petrosit-Feuern auf Helgan verloren. Und zurück blieb nur noch ein liebloser Fels. Ein Waffenstillstand wurde danach ausgehandelt und ein Abkommen wurde beschlossen. Den Überlebenden gewährte man in einer anderen Welt Zuflucht. Vector, die Heimat derer, die Helgan zerstört hatten. Die Überlebenden bekamen die Hälfte des Planeten. Und die dort lebenden Vectaner mussten gehen. Es war nicht mehr ihre Heimat. Das war nun Helgan. So, dann geht's jetzt mal ins Eingemachte oder ans Eingemachte. Mit dem Kapitel 1. Auf jeden Fall, das ist eine richtig geile Grafik. Das schon mal vorweg. Als ich das erste Mal das gestartet hatte, hatte ich auch gedacht, mein Gott, was ist das für eine geile Grafik. Nicht alles mitnehmen. Gut. Nur das Nötigste. Jetzt wollen wir erstmal flüchten. Hör mal, ich weiß, es ist hart, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen zur Mauer. Auf der anderen Seite sind wir sicher. Pass auf dich auf. Aber du musst auch auf mich aufpassen, okay? Jo, du bist mein zweiter Kommandant. Gehen wir. Ja, wie man so sehen kann, wir sind noch klein, wir sind noch ein Junge. Und wir wollen jetzt mit unserem Vater abhauen. Da klopft die GGZ auch schon an der Tür. Gesehen, die sehen ja mal richtig cool aus. Das verspreche ich dir. Das ist nicht für immer. Wir kommen wieder. Das ist weg da. Unser Zuhause. Das wird es immer sein. Vergiss das niemals. Okay? Jawohl. Jetzt musst du leise sein und im Schatten bleiben. Komm jetzt. So, jetzt bleiben wir beim Schatten. Versuchen wir es zumindest. Ja, ich bin da schon drin, Mann. Muss leise sein. Ja, ganz leise. Okay, warte hier auf mein Kommando. Ja, okay. Komm einfach hinterhergelaufen. Warum soll ich warten? Hast du gut gemacht. Sind passiert nicht. Okay, Dad.
Also ich hab's schon einmal durchgespielt. Okay, so, und ich hab's genossen. Beziehungsweise ich hab's auch voll gesuchtet. Okay, alles klar. Schnell. Geh rüber. Na los! Ja, wir kommen ja schon. Mann. Hey Sexy, was machen Sie hier? Du? Ich? Räumen diese Koffer an die Straßenseite. Wir haben Zugang zu den Gebäuden. Kannst du jetzt mal langsam weitergehen? Hier lang. Wir gehen mittig vorerst. Unglaublich, diese Grafik. Also ich bin echt froh, dass ich mir eine PS4 gekauft habe. Danke. Ist das Ihr Sohn? Ich bringe ihn zur Mauer. Sie können wohl Hilfe gebrauchen. Sie sind doch Shadow Marshal, oder? Warum tun uns die Helgas das an? Es gab ein Abkommen. Man hat uns sicheres Geleit hieraus garantiert. Hey Mann, mir gefällt das genauso wenig. Aber bis zur Mauer gelten Ihre Regeln. Wie gesagt, Sie werden Hilfe brauchen. Bringen Sie uns zur Mauer? Sicher? Die Südkreuzung ist gesperrt. Wir nehmen den langen Weg. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wie heißen Sie? Sinclair. Michael Callan. Das ist mein Sohn Lucas. Wir gehen wieder raus. Du bleibst in meiner Nähe und machst keinen Mucks, okay? Du machst das toll. Ich vertraue Ihnen. Dein Papa ist klug, Kleiner. Gehen wir. Los, werfen Sie Ihr stinkendes Hab und Gut nicht hierhin. Schneller, los. Zusammenbleiben. Weiter. Mauer. Was ist? Die Tür klemmt. Oh Mann. Irgendwas blockiert die Tür. Im Dach ist ein Loch. Vielleicht schafft es jemand, sich durchzuquetschen und die Tür freizumachen. Ja, hier ich. Hallo, ich. Los, weiter. Zu spät zum Umkehren. Ich nur er ist klein genug, um da durchzupassen. Papa, hilf mir hoch. Wenn du oben bist, bleibst du in Deckung und gehst direkt zu dem Loch. Verstanden? Ja, Papa. Klar. Ein guter Junge. Er hatte schon immer seinen eigenen Kopf. Er ist tapferer als mein junger Erwachsener hier. Ja, ich komme ja schon. Mach dir mal ins Höschen, Mann. Lucas, ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Ohne! Shit. Okay, los. So gruselig sehen diese Helgas ja schon wirklich aus. Nein. Ich erledige das. Mit dem Elektroschocker. Ist okay, er ist nur betäubt. Was tun Sie denn? Wir riskieren nichts. Nein, davon war nie die Rede. Nein, aber von meiner Hilfe. Das ist sie.
Um Ihr Gewissen können Sie sich später kümmern. Na los, es ist nicht mehr weit. Ich glaube, in dieser Welt braucht man kein Gewissen. Oder es ist ziemlich schlecht, ein Gewissen zu haben. Weil da geht es ja wirklich ums nackte Überleben. Da vorne ist sie. Aber es ist sehr gefährlich. Sie warten, ich sehe mich um. Hörst du, Lukas? Wir sind fast da, aber wir müssen vorsichtig sein. Naja, ich brauche ja nicht so überrascht tun. Ich weiß, ich wusste ja, dass das stirbt. Bleib hinter mir. Halt! Halt! Wir sollten sicheres Geleit bekommen. Bitte. Mein Sohn ist bei mir. Wir sind unbewaffnet. Hey, halt! Halt! Das dürfen Sie nicht. Wir leben auch hier! Oh, echt schon heftig. Echt heftig. Dad! Dad, steh auf! Oh, verdammt! Die Synchro hätte allerdings etwas besser sein können von manchen Sprechern. Also, naja. Aber da schauen wir doch einfach mal gekonnt drüber hinweg. Sieht so aus, als bleibst du bei mir, Kleiner. Komm schon. Auf der anderen Seite der Mauer bist du sicher. Na los. Gut. Gut gemacht, Lukas. 8 Jahre später. Du bist der bisher jüngste Kadett in der Shadow Marshal Akademie. Ja. Du kannst stolz sein. Dein Vater wäre das ganz bestimmt auch. Unser Volk will einfach nur sicher sein. Das bedeutet, gegen die Helgas zu kämpfen. Und die Mauer zu überqueren. Egal, was sie tun. Das da drüben ist Vector. Du wirst es zurückholen. Für uns. Jahre für das Shadow Marshal Programm, Lukas. Oh, er hat Haare bekommen. Du weißt, wohin du gehen musst. Und was passiert, wenn du erwischt wirst? Du wirst in Ketten auf die Mauer gebracht. Mit einem Sack überm Kopf. Vorgeführt. Verspottet. Hingerichtet. Die Mauer. Wir wissen nicht, wie schlimm das für uns ist. Hier leben zu müssen. Mit denen, die unsere Heimat zerstört haben. Dann sind da Leute wie Sie, Lukas Callan, die uns verurteilen. Uns behandeln wie die Verbrecher. Diese Mauer schützt sie nicht ewig, Shadow Marshal. Wir werden sie durchbrechen und den Rest der Stadt einnehmen. Okay. Aber dieses Mal wird's schwerer. Genau, es wird schwerer, denn ich habe den Controller in der Hand. Naja, erstmal noch einen raufgeben auf die Nase. Halt! Naja. Gefangenenaustausch? Nach dem obersten Befehl von Lady Hera Visari.
und in Übereinstimmung mit Statut 8 des Friedensabkommens ordnen wir hiermit die Freilassung und den Austausch der Gefangenen und ihre sofortige Überführung an. Jetzt geht's los. Ja. Der Vater, Trophäe. Also nicht wundern, die Trophäe habe ich schon bekommen gehabt. Nur ich habe jetzt extra hierfür ein Spielelobby-Account gemacht. Also ein PSN-Account, wenn ich gerne adden will über den Spielelobby-Account. Einfach, ja, mich adden. Und vielleicht kann man das ein oder andere PS4-Spiel, was in naher Zukunft kommt, schauen wir uns hier die Einleitung nochmal an. Müssen wir ja, können wir leider nicht unterbrechen. Und dann geht's gleich weiter. Riesige Stadt. Habe ich schon erwähnt, dass es eine geile Grafik hat? Und apropos PS4-Spiele. Ich hatte vorhin so ein Gerücht gelesen, dass es PlayStation Plus für Februar, da gibt es zwei, oder soll es angeblich zwei coole Titel geben. Einmal Bioshock Infinity, oder wie es heißt, und Metro Last Light. Und als PS4-Spiel soll kommen Outlast, also dieses Horror-Game. Und ich freue mich, also Outlast. Geile Sache. Und mal gucken, vielleicht mache ich zu Outlast auch noch einen kleinen Lightstream. Und werde ich das nochmal auf meinem Kanal kundgeben, wann dieser Livestream startet. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich nachts starten, wie es zu Gruselstunde gehört. Und aber wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Ob da jetzt was dran ist, muss man abwarten. Okay, es geht weiter. Tja, Herr Minister, dann müssen wir Sie überzeugen. Ich muss gehen. Entschuldigung. Willkommen, Lucas. Danke, Sir. Schön, wieder da zu sein. Was du getan hast, war gut, aber nicht schlau. Du bist zu wichtig für die Operation. Verdammt, du bist mir zu wichtig. Es musste sein. Nur durch meine Gefangenschaft konnte ich die Männer retten. Zum Glück war ein Austausch möglich. Wer war sie? Codename ist Echo. Kanzlerin Visari wollte sie unbedingt zurückhaben. Wir wissen nur, dass sie ein Mischling ist, sonst nichts. Sieh dir das mal an. Als Herrscherin New Helgans werde ich es nicht. Hast du das gesehen? Die Verhandlungen scheiterten vor Tagen. Die Regierung spielt mit, sucht nach Optionen. Aber du weißt, dass es keine gibt. Seit wann verlassen wir uns auf Politiker? Ganz, mein Junge. Hey, ich weiß, ich verlange schon wieder viel. Aber ich brauche deine Hilfe. Die Lage ist ernst, Lucas. Ein Fehler und alles fliegt uns um die Ohren. Was kann ich tun, Sir? Eine Aufklärungsmission bei der Mauer. Infiltration der Militärkommunikation, Truppenbewegungen, Logistik. Wir brauchen Beweise, dann schlagen wir zu. Was ist passiert? Keine Ahnung. Das war vor 2 Stunden. Seitdem ist Funkstille. Du musst da rein. Meld dich, wenn du die Crew und die Daten gefunden hast. Die Helgast wissen von uns. Es geht um Schadensbegrenzung. Keine Spuren hinterlassen. Du schaffst es, da aufzuräumen. Tu dein Bestes. Gut, das werden wir natürlich machen. Der Schatten. So. Jetzt geht's hier
richtig los. Hier sehen wir unseren kleinen Kreis, das markiert, wo wir hin sollen. Wir können auch die Umgebung scannen, um verschiedene Sachen hervorzuheben. Da könnte man dann halt sehen, Gegner könnte man sehen oder Medipacks. Aber im Moment ist hier eigentlich gar nichts so zu sehen. Gut. So, wo geht's runter? Hier. Mit dem Steuerkreuz kann man ja auch nochmal kurz erwähnen, wenn wir nach vorne drücken, dann erscheint dieser Wegpunkt, der mit der Zeit auch wieder weggeht. Oder wir können auch hochhalten und dann können wir unser Ziel, was wir machen sollen, können wir dann halt so sehen. Am einfachsten ist es einmal kurz nach vorne drücken. Und dann hat man den Wegpunkt. Pulsar, Shadow 1-8 hier. Ich bin in der Anlage. Gute Arbeit, 1-8. Such dein OWL und dein Waffenpaket. Verstanden. OWL ist unsere Drohne. Auch eine coole Erfindung. Gibt es übrigens im Shop, also beim PlayStation Shop, gibt es da auch verschiedene Designs für eure Drohne. Aber die kosten irgendwie, ich glaube, 1,99 Euro. Und extra für ein Design gebe ich halt kein 1,99 Euro aus. Ich bitte euch, sowas muss es umsonst geben. Wir haben 400 Euro für eine PlayStation bezahlt, also bitte. Gut. Weiter geht's. Pulsar, ich habe eine Überwachungskamera entdeckt. Rechne mit feindlichem Widerstand. Verwende dein taktisches Echo, um Bedrohungen aufzudecken. Sei vorsichtig, 1-8. Pulsar, Ende. So, wir können natürlich durch diese Tür gehen, was nicht so gesund ist, wie man sieht. Wir nehmen doch den Schleichweg durch den Lüftungsschacht. So, scannen wir nochmal. Im Moment ist auch nichts Bedrohliches zu sehen. Ich kenne ja schon ein wenig, ich kenne ja schon etwas den Weg. So, da haben wir schon mal einen Hellgas. Wir können links und rechts können wir nicht dran vorbei, weil da Kameras sind. Also müssen wir von oben ran. So, den haben wir schon mal. Und da hinten schleicht auch einer rum. So, der schiebt hier seine Patrouille. Kann man gut beobachten, wo sie lang gehen. Geht er jetzt rum oder bleibt er stehen? Ich glaube, ein paar Sekunden bleibt er nur stehen. Versuchen wir ihn einfach von hinten zu erwischen. So, das haben wir auch. Das sind die Kameras von der anderen Seite. So, liegt hier irgendwo was rum. Man findet hier auch sogenannte Tonaufnahmen. Ich weiß nicht, ob ihr die nachher hört. Die kommen über den Controller raus, aber ich glaube, ich habe das auch so eingestellt, dass man das im Spiel hört. Aber ich bin mir jetzt gerade da nicht so sicher. Achtung!
ging ja nochmal gut. Die Grafik, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist wirklich atemberaubend. Die wichtigste Bedingung ist, dass New Helgarn auf den Wiederaufbau seiner Armee... Bitte mehr Spiele von dieser Grafikpracht. So, da haben wir unsere Drohne. Und die steuern wir mit unserem Touchpad. So, da können wir jetzt, wischen Sie nach oben, um den Angriffsmodus zu aktivieren. Und rechts ist Seil, Schildmodus ist unten und der linke ist Betäubung. So, und wenn wir sie rausholen wollen, dann müssen wir L1 drücken. So, schönes Ding. Mit der wir... Oh, ich habe eine Waffe. Erstes Paket gefunden und gesichert. Unterwegs zum zweiten Paket. Verstanden, 1-8. Munitionsabwurf müsste ganz in der Nähe sein. Okay. So, jetzt wollen wir die mal hacken lassen. Wie man jetzt sehen kann, im Fadenkreuz, oben ändert sich das Icon auf, ja, von solcher Mündungsfeuer, sage ich mal, zu so einem Computer. Das heißt, wir können jetzt da unsere Drohne hinschicken, die hackt für uns. Ist allerdings nicht so schnell, die braucht ein bisschen. Es ist kein Intel drin. Ne? Okay. Zwei Opfer. Gucken, ob wir das so lösen. Gut. Munitionspaket gefunden. Wenigstens hat die Drohne einen ausschalten können. Ich habe das Gebiet im Blick. Da hinten steckt eine Aufsage. Wahrscheinlich der Absturzort. Geh runter und durchsuche die Gegend. Ich gehe jetzt runter. 1-8 Ende. Ja, und diese Waffe ist auch nicht von schlechten Eltern. Die hat ja halt. Na, jetzt schmeiße ich da eine Handgranate. Ich hammel. Die hat halt Sonnenschuss und sie hat auch einen sekundären Schuss. Da drücken wir dann einfach nach unten. Und dann haben wir ein Scharfschützengewehr. Also, und die haut auch ganz schön rein. So, das brauchen wir aber jetzt gerade nicht. Wir wollen nach unten. So, wo sind unsere Ziele? Da. So, irgendeiner hat mich hier gesehen. Ich muss scannen. Ach, da ist er. Oh, ich und diese Handgranaten. Jedes Mal. Noch eine zusätzliche Waffe aufheben. Können wir dann mit Dreieck wechseln. Wir ja gleich Besuch. Da kommen sie schon. Na, seilt euch ab.
Ei. So, hat die Handgranate gefruchtet? Nee. Auch mal ein bisschen mehr mit meiner Drohne arbeiten. Ich vergesse es immer wieder, sie rauszuholen. So. In der Ferne hören wir den Alarm. Pulsar 1-8. Ich bin am Absturzort. Status der Crew. Drei sind tot. Sie wurden durchsucht. Sind scheinbar beim Absturz umgekommen. Die anderen können nicht weit sein. Finde sie. Victor, keine Spur. Zerstöre das Schiff. So, mal gucken. Wir beide gleichzeitig erwischen. Sieht ganz so aus. Oder doch nicht. So gut gemacht. Hier mal schnell das Ding hacken. Ja, komm mal ganz gemütlich die Treppe hoch. Oh, oh. Da wollte ich mal cool sein. Und hab dafür cool auf die Fresse gekriegt. Irgendetwas, was ich gebrauchen könnte. Nein. So. So. Als nächstes werde ich denn, also ich spiele jetzt hier noch ein bisschen weiter, ein paar Minütchen, aber als nächstes von der PS4 werde dann ein paar Bilder zu Knack geben. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. So. Schön, Sie zu sehen, Sir. Und dann mal sehen, was noch so alles auf uns zukommt. Motorschaden, haben es nicht zum Wasser geschafft. Und die Daten? Hier. Ja. Egal, was wir tun, es muss schnell gehen. Benutzen wir das Landungsschiff im Bunker. Die Flaks auf dem Damm werden uns in Stücke schießen. Moment, Leute. Pulsar Shadow 1-8. Daten und Team sind sicher. Feindliche Geschütze gefährden Rückweg. Wir neutralisieren. Ende. Verstanden, 1-8. Es muss klappen. Verstanden. Pulsar, Ende. Ich platziere die Ladung. Sie bleiben hier am Funk. Ich komme wieder. Ja, Sir. I'll be back. Es ist wirklich wer gekommen. Wir kommen hier raus, Jungs. Langsam. Also als ich das erste Mal jetzt so durchgespielt hatte, ich bin manchmal an manchen Bereichen so verrückt geworden. Ich bin andauernd krepiert. Aber es liegt auch daran, weil ich halt meine Drohne nicht so oft benutzt habe. Weil die hat ja auch ein Schild. Ich kann ein Schild platzieren. Und dann werde ich halt nicht so schnell sterben. Aber ich habe mir ja gesagt, ich werde es nicht nur einmal durchspielen. Ich werde es mehrmals durchspielen, weil ich möchte auch ein paar Trophäen kriegen. Aber jetzt Schluss hier von Trophäen reden. Wir wollen jetzt erstmal zu, dass wir unsere Sprengladung hier oder was wir da machen sollen. Oder wo soll ich jetzt hin? Warum zeigt er da jetzt hin? Okay.
Ah, ich weiß. Ich hoffe doch, dass ich das weiß. Ja. Ach, da kommen sie schon. Einer. Oh, Sprengladung. Und jetzt müssen wir, haben wir noch zwei andere Punkte hier, da müssen wir auch noch unsere Sprengladung platzieren. Frage, zu welchem gehen wir zuerst? Zu den da oben? Oder zu den da unten? Wir können ja mal gucken, wer da oben zuerst rangehen. Da, ah, nicht so schnell, nicht so schnell da oben. Bisschen noch. Bin ich jetzt noch richtig? Ne, ich bin doch von hier gekommen, oder nicht? Nein! Oh nein! Schauen, bei wie vielen Minuten ich jetzt bin. 36 oder wie ich das. Kann ich das von dir gar nicht sehen? 38 sogar. Gut, versuchen wir diese Sprengladung noch ranzubringen. Und dann würde ich mal sagen, war es das auch erstmal. Vielleicht werde ich auch noch ein Let's Play machen. Ich muss es mir noch überlegen, weil ich tue mich immer etwas schwer mit Let's Plays machen. Aber vielleicht lasse ich mich einfach mal drauf ein. Positiv, Pulsar. Also lasst euch doch einfach überraschen. Hier gibt es noch ein bisschen Muni. So, hier werde ich wahrscheinlich eh krepieren. Gekonnt dran vorbeigeschossen. Oh, jetzt geht's los. Ich werde gleich sowas von ablosen. Oh, da. Thank you.
kommen ja von überall. Ah, und da bin ich. Hinfort. Gut. Dann war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. So einen kleinen Einblick von Killzone. Solltet ihr es noch nicht haben, geht los. Kauft euch das. Sofern ihr eine PS4 abbekommen habt. Weil gab es ja oder gibt es ja noch irgendwelche Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit. Ich drücke auf jeden Fall jeden den Daumen, die sich eine PS4 kaufen wollen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mich adden wollt, Spielelobby, PSN-ID und würde mich freuen. Und dann werden wir uns dann halt die nächsten Tage wiedersehen und dann zacke ich etwas von Knack oder Nack oder so. Okay, bis dann, euer Tom. Ich wünsche euch was. Tschüss.